überteut ist, berichtet Wiki, Teutis war eine Stadt der alten Arkadier. Es wird erwähnt in Pausanias, der besucht und beschrieben ihre Tempel und der die aufwendige Geschichte von König Teutis Streit mit Agamemnon erzählt und der Göttin Athene in Aulis vor der Abreise des griechischen Flotte für den Trojanischen Krieg. Nach Pausanias war Teutis zusammen mit Thaisoa und Methydrium, drei Städte, die ursprünglich zu Orchomenos gehörte, aber deren Bewohner entschieden sich wie viele andere bei der Bildung der größten Stadt zu verlagern, zu kommen nach Megalopolis, um sich besser zu schützen gegen die Spartaner. Obwohl von einigen als Homers Stadt markiert, wird Teutis nicht explizit erwähnt durch Homer. So ist die älteste und praktisch die einzige Originalinformation, die wir über seine Lage haben, in Pausanias gefunden worden. Sie ist in der Liste der Ilias, der Teilnehmer am Trojanischen Krieg des Homer, aufgeführt. Leider ist seine Beschreibung über den Verbleib von Teutis offen für die Interpretationen, damit sehr viel Uneinigkeit im 19. Jahrhundert unter den Reisenden von Arkadien verursacht worden ist.